Wir haben schon 1000 Einrichtungen in der registriert und auch mehr als 1800 Reservistinnen und Reservisten, wie wir sie nennen, die Personen, die unterstützen wollen, die auf der Plattform registriert sind. Was ist die Pflegereserve-Plattform und wie funktioniert sie? Ja, wir haben sozusagen am Anfang der Pandemie überlegt, was können wir denn tun, um Pflegepersonen zu unterstützen. Es war klar, sie sind sehr stark belastet. Es ist eine unglaubliche Aufgabe, die da auf die Einrichtung zukommt. Und deshalb haben wir die Pflegereserve gegründet als Bundespflegekammer mit Unterstützung der Bertelsmann Stiftung, um Einrichtungen, die Bedarf haben, mit Menschen zusammenzubringen, die helfen wollen. Das sind zum einen eben Pflegeeinrichtungen, ambulante Dienste, Krankenhäuser, die wir unterstützen und auf der anderen Seite Pflegepersonen, aber auch Assistenzkräfte und Betreuungspersonen und ähnliche, die helfen wollen, die bringen wir zusammen. Und das wird auch sozusagen gut genutzt. Wir haben in unserer Einrichtung akuten Bedarf an unterstützendem Personal. Wie schnell können wir über die Pflegereserve-Plattform Unterstützung erwarten? Also das geht ganz schnell und unbürokratisch. Ein Versorger muss sich registrieren und ist dann sozusagen sofort in der Lage, nachdem eine Freigabe durch die Pflegereserve erteilt worden ist, seine Anfragen in der Plattform einzutragen. Und diese Anfragen nach, ne, Personalbedarf, die werden dann Reservistinnen und Reservisten angezeigt, die von der Qualifikation her passen und auch vom regionalen Einzugsbereich her passen. Und wenn der Reservist die Anfrage zusagt, er die Anfrage annimmt, dann werden die Kontaktdaten ausgetauscht und die beiden können in Kontakt miteinander treten und dann kann alles weitere außerhalb der Plattform vereinbart werden. Das geht also ganz schnell. Der Registrierungsprozess ist, denke ich mal, in einer Viertelstunde, maximal einer halben Stunde abgeschlossen und dann kann man im Grunde genommen nach der Freigabe starten. Wie kann ich meinen Betrieb auf der Pflegereserve-Plattform registrieren und welche Voraussetzungen muss mein Betrieb erfüllen? Also zunächst muss ein Versorger, eine Versorgungseinrichtung sich registrieren. Das heißt mit der E-Mail-Adresse, die bekommt dann einen Registrierungslink, kann dann Kontaktdaten eingeben und die Art der Einrichtung, bin ich ein Pflegeheim, ambulanter Dienst oder ähnliches. Dann kommt die Freigabe, das ist einmalig notwendig durch die Pflegereserve. Und nachfolgend kann ich eben meine Anfragen eintragen. Ich kann einzelne Anfragen, ich kann auch mehrere Anfragen eintragen. Ich kann auch mehrere Standorte, wenn ich eine Einrichtung bin, die an verschiedenen Standorten auch unterschiedlicher Settings, Angebote hat, kann ich die auch eintragen. Und die werden dann den Reservistinnen und Reservisten angezeigt, die passen und treten dann in Kontakt miteinander. Das ist eigentlich sozusagen unbürokratisch. Ich habe schon lange nicht mehr aktiv in der Pflege gearbeitet, möchte in dieser besonderen Situation aber meinen Teil zu einem funktionierenden Gesundheitssystem beitragen. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um eine Versorgungseinrichtung des Gesundheitssystems wieder unterstützen zu können? Also wir suchen sozusagen Hilfe, Unterstützung über die gesamte Bandbreite dessen, was in so einer Einrichtung anfällt. Ne? Insofern kann ich mir als Reservist sehr genau überlegen, was traue ich mir zu, was kann ich machen, was will ich machen. Und da gibt es sozusagen verschiedenste Anwendungsbereiche. Ja? Wir suchen beispielsweise für die tatsächlich direkte Pflege. Aber auch bei der Betreuung, aber beispielsweise auch beim Testen, das, was gerade natürlich in aller Munde ist und viel nachgefragt wird, das ist eher ein stundenweiser Bedarf, das kann ich vielleicht noch besser in den Alltag integrieren. Also wirklich einfach schauen, die eigenen Bedarfe formulieren, eintragen und dann werden sich Versorger und Reservist schon einig werden, bloß keine sozusagen Hemmschwelle haben. Ich könnte meine Kenntnisse reichen nicht aus. Es ist eher sogar eine Gelegenheit, nochmal in den Beruf reinzuschnuppern, den ich lange ausgeübt habe und es ist vielleicht lange her, und zu schauen, ist er noch spannend, interessiert es mich noch. Ich möchte gerne helfen. Wie viel Zeit muss ich dafür aufbringen? Werde ich bezahlt und kann ich bei der Auswahl meines Einsatzortes mitbestimmen? Ja, die Reservistin, der Reservist, die sind sehr frei sozusagen zu bestimmen, was sie machen wollen, wie sie es machen wollen, in welcher zeitlicher Ausdehnung und so weiter. Also ich kann sozusagen im Profil kann ich dann eintragen, bin ich tageweise verfügbar, ganze Wochen oder nur am Wochenende, das ist alles sozusagen möglich. Und das bestimmt der Reservist, die Reservistin selbst. Gleiches gilt für den Einsatzort. Ich gebe bei der Registrierung schon an,
den Einzugsbereich, in dem ich verfügbar bin und kann sozusagen bestimmen, ja, ich bekomme überhaupt nur Einrichtungen angezeigt, die in dem Radius liegen und kann dann immer auch noch selbst entscheiden, passt mir die Einrichtung oder passt sie mir nicht. Und natürlich, ganz wichtig, die Tätigkeit wird auch vergütet, da legen wir großen Wert drauf. Wobei man eben sagen muss, alles andere, die Plattform bringt Angebot und Interessierte zusammen. Aber sozusagen, was dann konkret vereinbart wird, in welchem zeitlichen Umfang, mit welcher Vergütung, das liegt außerhalb der Plattform und das vereinbaren dann Versorger und Reservist miteinander. Mein eigentlicher Arbeitgeber hat mich temporär in die Kurzarbeit geschickt. Ich würde gerne in der nun verfügbaren Zeit das Gesundheitssystem unterstützen. Ist dies in meiner Situation grundsätzlich möglich? Was muss ich beachten? Bei Kurzarbeit muss man beachten, dass Nebentätigkeiten grundsätzlich aufs Kurzarbeitergeld angerechnet werden. Das heißt, das Kurzarbeitergeld wird dann gekürzt, wenn ich Nebeneinkünfte habe. Allerdings, einen Minijob kann ich neben der Kurzarbeit machen, da wird das nicht angerechnet. Und insofern, wenn die Vergütung dann in dem Rahmen bleibt, dann ist das für mein Kurzarbeitergeld unschädlich. Ich muss allerdings sozusagen meinem Arbeitgeber darüber informieren, dass ich eine Nebentätigkeit aufnehme und was ich da verdiene.